Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henning Merten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Auto. Und Denise fährt jetzt gerade vor mir. Wir haben heute ein Projekt vor. Wir müssen erstmal tanken. Mal gucken, ich muss erstmal mit Denise anrufen. Jetzt ist ja hier alles ein Durcheinander. Mann, 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 Leute. Los geht's. Ich erzähle euch gleich, worum es geht, ja? Ich muss Auto fahren. Wir mussten jetzt als ersten Schritt erstmal den Audi abgeben, weil der ist ja hinten kaputt und der wird jetzt ausgewechselt. Genau. Und jetzt, wo sind wir jetzt hin? Jetzt fahren wir zu Hornbach nach Vogelsdorf schnell. Okay, nach Vogelsdorf. Alles klar. Eine Stunde von hier eigentlich. Und da holen wir so eine, für unsere Außenküche so eine Platte, Arbeitsplatte, genau, und dann nehmen wir euch mit. Das ist ja unser erster Step heute für unsere neue Grillecke, die ich euch dann nachher hier zeige, ja? Also viel Spaß. Sind wir zurück. Denise ist jetzt Wimpern machen gefahren, spontan, Termin bekommen. Und ich habe die Bretter, die wir uns ausgewählt haben, ich habe es euch noch nicht gezeigt. Eventuell habt ihr das aber bei Instagram sehen können schon. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt hier richtig schönes Holz. Ja, schöne Platten. Das sieht gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Schon geil, oder? So ein bisschen Ranger-mäßig, ja, finde ich bitte. Wie so auf einer Range, so ein Zaun. So, das wollten wir uns halt hinten dann ran machen. Ich zeige euch gleich, wie wir jetzt gerade unsere Grillecke gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Ranger-Platten, sage ich dazu immer. Und wir haben uns eine Abdeckplatte noch geholt. Schöne Arbeitsplatte für draußen, genau. Damit können wir auf jeden Fall dann gut arbeiten. Die ist doch so, die war 50% reduziert, haben wir gesagt, nimm mal mit. Für 30 Euro hier, ja, ein paar Kratzer, ein paar hier und da, ein paar Ecken, aber ja, für draußen reicht das. Ja, hier haben wir unsere Paletten sozusagen, ja. Die werden dann verkleidet mit diesen Ranger-Platten. Oben die erste Reihe soll übrig bleiben für Flaschen. Und hier soll dann die Arbeitsplatte rauf. Und dann kann man einfach besser ein bisschen ackern, ein bisschen arbeiten. Meine schönen Schürzen und... Hier soll dann der Grill noch hin, hier ist der Kühlschrank. Also das ist alles so ein bisschen Ami-mäßig, wollten wir das so haben. Ich mag es, ich liebe ja diesen Look. Achso, dann haben wir hier noch drei Bilder. Ja, kann ich euch auch noch zeigen. Drei Bilder, immer hier Route 66 Drive. Ich liebe ja genau sowas und darf natürlich nicht fehlen, ja. BBQ, lecker, lecker. Auch geil und was auch immer geht, abends mal war zum Fleisch. Ein schön Whisky, meine Damen und Herren. Und ich werde jetzt die Platten einölen. Wir haben hier so ein Öl geholt. Kein Streuritt, weil es ja hier für draußen und obwohl es sehr teuer war. Das Holz eigentlich hätte man da auch teure holen müssen. Aber gut, das hier halt muss jetzt reichen. So, werde ich jetzt hier mal auf die Schnelle streichen. Dazu brauche ich eigentlich meine Handschuhe. Ja, stell die Kamera ab und dann streichen wir das Ganze hier mal, wa? Auf die Schnelle. Ich war nicht dabei, wo sie das geholt hat, weil tatsächlich so einen leichten Gelbstich, sieht aus so ein bisschen wie unser Eichenboden. Ja, so sieht es dann aus, wenn sie trocknet ist. Ja, ein bisschen, man sieht die Maserung halt sehr, sehr krass. Finde ich ja geil. Also ich finde es schön, aber mal gucken, wie es nachher wirkt dann in der Küche. Sehr gespannt. So, 36 Stunden trocknen lassen und dann ist das alles soweit durch hier erstmal. Jetzt sieht er alles schon mal schick aus. Das ist das geilste Brett hier übrigens. Ja, richtig schöne. Boah, der schöne Riss hier, die Punkte. Ja. Der Hobbybuster ist schon mit am Start. Ja. Und jetzt werden wir hier die Platte anbringen. Sieht so schon mal auf jeden Fall passend aus. Sieht schon mal geil aus. Ey, wirklich. Ey, fehlt ja noch was, Sascha. Ey, fehlt ja noch was, oder? Was zum Grill oder was? Ja, will ich auch sagen. Mal schauen. Was denn hier will ich Digga, wir bauen gerade die Grillecke. Hi. Ja, hi. Was hast du mitgebracht? Dein Grill, dein neuen. Ich fass es nicht. Leute,
Der Grill ist da. Wir grillen heute noch was Schönes. Ich freue mich. Erstmal aufbauen. Ja? Ja. Wir grillen noch? Gasflasche ist bei Thermometer. Du hast keine Gasflasche mit dir. Ja, selbstverständlich. Ich bin extra losgereist. Gestern haben wir drüber gesprochen. Ich habe mir extra eine große 11 Kilo Bab. Naja, ist ja gut. Hast du die zweite? Ey, scheiße. Nee, Denise kommt gleich. Die bringt die mit. Und wir müssen jetzt Grill aufbauen. Wir bauen jetzt den Grill auf. Genau, deswegen habe ich die Kamera an mich angestellt. Ja, weil es wird spektakulär, sage ich euch. Wirklich, oder? Ja, auf jeden Fall. Geil. Hier ist was los, oder? Aber wie gesagt, das Herzstück fehlt noch. Dafür bist du ja jetzt zuständig. Das wird geil. Hallöchen! Das ist mein Schwiegervater. Hallöchen, Ronny. Grüße. Der unterstützt mich tatkräftig. Eigentlich macht er alles. Das sieht sehr gut aus. Eigentlich zeigt er nur, weil ich... Genau. Ich kann es ja nicht. Wisst ihr nicht. Ich hole jetzt die Schrauben. Nee, wäre gut, oder? Aber ich gehe im Auto. Ah, wollen wir mal hinreisen? Wir reisen mal hin. Oh, ich kann jetzt nicht nach unten schwenken, Digga. Ansonsten siehst du meinen halbsteifen Band. Ey, geiles Teil. Schön verpackt. Schön verpackt. Müssen wir jetzt zur Grille bringen und dann bauen wir mal fleißig auf, Peter. Halbe Stunde. Ja nicht, dass ihr so eine geile Karre habt, ey. Nicht schlecht. Ah, mega. Muss ja zu sehen sein auf der Straße. Ich habe gerade gefragt, ob die Gartenbox mit anbietet, Grill aufbauen. Genau, also wir haben Grillaufbau, wir machen auch quasi die Lieferung, je nachdem, wie es passt, machen wir alle mit, klar. Wisst ihr? Also ihr habt es ja von euch angeboten, wisst ihr? Ihr könnt ihn jetzt mitgenommen und selber aufgebaut, aber gut zu wissen, weil es gibt ja auch viele da draußen, die haben keinen Bock drauf und wollen es perfekt haben. Ihr wisst, wie schwer manchmal Grill aufbauen sein kann, was ich mir aber bei denen nicht vorstelle, wa? Naja, das ist schon, gibt es so ein, zwei Kniffel, kann man dir nochmal zeigen. Ich habe schon mal einen aufgebaut, ja, der ist dann mir direkt wieder auseinandergefallen beim ersten Sturm. Das kann natürlich nicht sein. Genau, also los geht's. Henning, wenn hast dann richtig, klar, wir haben einen schönen Fleischer bei uns in Bernau. Entricot USA. Was wiegt denn Teil? Der wiegt 75,76 Kilo. Dann muss ich die Kamera aus Händen nehmen. Soll ich die Schubkarre herholen? Na, gehst du nicht ins Gym oder was? Da ist eine Chefin im Handwerk gewesen, wa? Ja, unsere Chefin. Liebe Grüße an den Dominik. Das sind die besten Akkuschrauber, die man haben kann. Na? Ja. Tachchen. Achso, ich dachte, der kriegt einen Kuss jetzt. Das sieht ja richtig gut aus. Geil, wa? Ey, krass. Wenn du überlegst, wie teuer das war eigentlich? Also, low budget. Bezahlt, ja, das ist wirklich low budget so. Und dafür sieht es schon gut aus, wa? Ja, sieht gut aus. Na, nur die Platte steht ganz schön weit über. Ja, das ist, weil die Paletten, die sind noch nicht richtig darunter. Gut, ja, dann würde ich sagen, sortieren wir uns jetzt und dann... ich bin ganz aufgeregt, wirklich. Ja, ihr habt ja noch gar nicht angefangen, wa? Nee, wir haben jetzt erstmal schnell zu nehmen. Wir wollen jetzt hier fällen, jetzt schauen wir da mal an. Achso, hast du hier mitgewirkt, Werk? Ja, eine Schraube habe ich genehmigt. So, guck mal, hier alles schön sortiert, die ganzen Träumelis. Die packen wir uns mal schon griffbereit. Hier die Anleitung. Also das ist gleich für mehrere Geräte von der Baron-Serie. Wir packen mal weiter aus. Schön ist immer, wenn du eine Schraube hast und ich weiß, welche Größe. Du kannst die wirklich maßstabsgetreu hier auflegen. Das ist die Originalgröße sozusagen. Ja, genau. Das ist geil. Elektronik ist auch fertig, leuchtet, Zündung. Geht auch. Aber du siehst schon, ich habe ja jetzt da vorne einen Grill gehabt. Du siehst einfach den Unterschied. Ist einfach so zu Baumarktgrills. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv siehst du das. Und also klar, ein ordentlicher Aufbau ist halt auch wichtig, dass alles ordentlich funktioniert. Ist halt immer noch Gas. Also man sollte, machen wir nachher nochmal eine Gasdruckprüfung machen, eine Etagenprüfung. Das wirklich auch alles dicht ist. Aber grundsätzlich ist alles, was am Werk kommt und hier verbaut ist, ist hier Dichte. Ja, bloß nachher mal die Verschraubung, Druckminderer, da sollte man nochmal rangehen. Mit Fitwasser oder mit Lenkzuspringen. Ja, und ganz wichtig war, was nicht fehlen darf, anständig. Jawohl. War? Gutschen. Danke für deine Hilfe, ja. Ey, ist wirklich geil. Ey, macht so Laune, Leute. Endlich geht der Sommer wieder los. Sehr gut, weitermachen. Es ist doch nicht zu fassen. Schaut euch das doch einfach mal an. Schönes Gerüst. Wie geil sieht das bitte aus? Qualitativ. Ey, ich freue mich einfach so doll, Leute. So,
Gasflasche drin und let's go, oder? Ja, ich muss nur den Seitenbrenner anschließen und dann geht's los. Okay, ich hol schon mal die Gasflasche in dem Augenblick. Jawohl. Erstzündung. Also wichtig, Gasflasche drin machen, nochmal eine Leckagenprüfung machen mit Fitwasser oder Lecksuchspray. Haben wir gerade gemacht. Jetzt können wir zünden. Das heißt, Deckel auf, Gas strömen lassen und hier zünden. Und er kommt sofort. Perfekt. Zack. Alle an. Und jetzt brennen wir ihn aus. 20, 25 Minuten, dass die Produktionsrückstände verbrannt sind. Deckel zu, ganz wichtig. Plastikreste, wa? Genau. Und Öl, da ist ein bisschen Öl drauf. 20 Minuten, also für uns Zeit, nochmal einen Schluck Bier zu trinken und Fleisch vorzubereiten. Jawohl. Das ist jetzt schön am Bräuking. Wir sehen jetzt gleich so in 10, 15 Minuten, die Nadel fährt hier auf Anschlag. Also wir haben hier über 400 Grad drin. Das ist Höllenfeuer. So, dann Brandon. Ja. Das wird angegriffen, Leute. So, und Nummer 1. If you look, you don't cook. Also, Dicke zu. Du legst das immer an mehreren Punkten. Du wirst das, wenn das Gargut quasi unförmig ist, wirst du auch nie den gleichen Gargrad hinkriegen. Aber man sagt ja, 57 Grad ist medium well. Also man nimmt es noch ein bisschen früher runter, weil es gart noch nach. Ja, ja, ich weiß. Also, aber bei wie viel Grad nimmst du es runter? Also ich persönlich nehme es bei 52 runter und dann wird es bei 55 angeschnitten. Und dann ist es die noch medium rare. Naja, auf dein Wort. Das ist Filmkulisse. Das ist die Wahrheit. Aber auch nicht vergessen, es ist kein Warmhalterost, es ist ein Ablagerost. Ach so, also die Hitze steigt noch. Oh nee, wenn dann, nee, also wenn so. Du backen willst, hier drin. Weil da ist in die Hitze. Ja. Ah, okay. Keine Ahnung. Warte, da kommt noch eins. Weil dafür brennt die das auch von unten, auch wenn es auch uns oben. Nicht gut, wa? Ja, Charlie? Ja, der hat schon nicht gut, wa? Der hat den Kuchen angegessen, der fast hier. Ein Stück Kuchen, was? Ach so, nein. Hat er nicht aufgegessen. Den leckeren Apfelcrumble, den ich heute zu lachen habe. Charlie, schäm dich. Der fällt hier noch im Mülleimer. Was passiert, wenn du nicht aufpasst? Ja, so will ich es haben. Ach so, willst du es haben? Ich brauche das richtig knusprig. Dann ist es ja jetzt on point. So, ich beende jetzt mal das Video. Richtige Entscheidung auf jeden Fall. Was? Der Grill auf jeden Fall. Also, wenn ihr da Beratung haben wollt, seid ihr hier auf jeden Fall mit Ronny an der richtigen Art. Muss ich wirklich so sagen, ist ohne Spaß. Jetzt. Also ist jetzt wirklich mein Ernst. Aber hauptberuflich ist ja eigentlich Grillerklärer. Also wie man richtig grillt. Ja, also erstmal danke schön, dass du den uns aufgebaut hast. Das ist ja schon mal mega, aber auch ein Service. Den muss man einfach mal so sagen von der Gartenbox. Und dass du jetzt hier noch gegrillt hast für uns on point. Ja, mega. Wirklich mega. Also, wenn ihr euch entscheiden solltet diesen Sommer für einen Grill, dann müsst ihr auf jeden Fall mal bei der Gartenbox vorbeischauen. Selbst ich habe ein bisschen was dazugelernt heute. Ja. Vor allen Dingen war deine Idee. Ja. Ja. Danke für die Überraschung. Das war mal meine Idee mit dem Grill. Ja. Jetzt können die Grillpartys kommen. Jetzt können die Grillpartys losgehen. Außenküche. Ich mache noch auch für euch immer Grill. Interesse. Und das ist auch für alle Kunden. Ja, klar. Und kannst Events bei uns buchen. Bei uns auf der Webseite kann man Events buchen und dann. Mega. Viel Spaß. Wenn was ist, sagt Bescheid. Ja. Bis dann, euer Henning. Ciao. Macht's gut.